Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Shakes and Fidget. Neue Woche, neues Glück. Es geht wieder weiter. Wir versuchen ja unseren Level-Rekord bzw. unser ja, Hochleveln weiter voranzutreiben. Ich hoffe, wir schaffen jetzt mindestens Level 200. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schniege. Aber bevor es wie immer losgeht, es handelt sich hierbei um eine Produktplatzierung bzw. um ein bezahltes Video, ne, und eine bezahlte Kampagne, wie immer, deswegen Dauerwerbesendung zum einen. Ansonsten gibt es ein neues Giveaway, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal den Gewinnern vom letzten Mal beglückwünschen. Und die haben wir hier. Also einmal herzlichen Glückwunsch an den lieben Tom aus Potsdam, du hast das Anderson DLC gewonnen. Und einmal auch herzlichen Glückwunsch an den lieben Lukas, du hast den 10 € Steam-Guthaben-Code gewonnen. Lukas kommt auch aus Berlin. E-Mails sind, wenn das Video, wenn ihr das Video seht, sind die E-Mails schon raus. Checkt das einfach mal. Absender ist das Kornhub-Team. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder ein neues Giveaway. Und zwar findet ihr das wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Wieder auf Klima.eu. Diesmal machen wir wieder ganz klassisch. Anderson DLC hat, denke ich mal, jetzt fast jeder, der es haben will. Wieder zweimal 10 € Steam-Guthaben für Deutschland und Österreich. Was müsst ihr diesmal wieder tun? Ja, wie immer, wir rotieren einfach mal, ne? Um allgemein mit dabei zu sein, einmal ein Follow auf meinen Twitch-Kanal da lassen, ne? Wer das schon hat, ne? Einfach hier autorisieren, wer schon das Ganze hat, der braucht nicht nochmal neu zu followen, der erkennt das automatisch, und wer seine Gewinnchancen erhöhen will, der kann mir einmal freundlicherweise auf, ja, auf Instagram mal vorbeigucken. Und mir auch da gerne mal in Follow da lassen. Da kommt jeden Tag ein beschissenes Bild von mir. Einfach dann, ich weiß gar nicht, ob es über den PC geht's nicht, aber wenn er es übers Handy macht, ne? Einfach mal gucken, das ist mein Instagram-Account, lasst mal ein Follow da. Und ja, dann erhöht ihr eure Gewinnchancen, verdoppelt ihr, ne? Also ihr habt da einen Punkt, ihr habt da zwei Punkte, wenn ihr alles macht, habt ihr drei Punkte. Na, habt ihr natürlich mehr mit dabei. Sollte soweit klar sein, ne? Und ja. Das war's auch schon. Gewinner werden dann nächste Woche wie immer ausgelost. Ich danke für eure aktive Teilnahme. So, ansonsten machen wir weiter. Ich habe diesmal schon Quests durchgeeimert. Wir haben aktuelles Goldwochenende. Ihr seht das auch, 14 Millionen Goldstücke haben wir hier. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir nämlich hier ein bisschen ausbauen, obwohl ihr halt auch schon seht, Alter, das ist mittlerweile so schweineteuer. 66.000 pro, naja, pro einmal hier hoch. Ansonsten, ich habe eine neue Waffe. Ist zwar keine Epic-Waffe, war aber zu dem Zeitpunkt einfach besser. Die habe ich durch eine Quest bekommen. Ansonsten habe ich uns meine Ausbilder bzw. meine Bekleider nach oben gepresst, dass wir jetzt alles erstmal 192 haben. Wir sind bei der Hexe durch, also der Surfer ist bei der Hexe durch. Wir haben alle Verbesserungen an der Festung. Baue ich gerade die Mine weiter aus, dauert 4 Tage bzw. jetzt nach 1 Tag und 9 Stunden. Und zieht sich halt auch alles hin wie Sau. Und in der Unterwelt, geht es halt auch langsam aber sicher voran. Wir locken erstmal hier noch ein paar Helden an, um noch ein paar Seelen zu ernten. Aber da sind wir hier dementsprechend auch schon durch. Wir haben schon wieder ein bisschen Gold hier, 36.000. Wir können noch gar nicht so viel weiter ausbauen. Für das brauchen wir 45.000. Das dauert ja schon gar nicht mehr so lange, würde ich sagen. Und hier müssen wir halt warten. Ne? Da tut sich jetzt im ersten Moment auch nicht viel, außer dass mir hier alles voll läuft, leider Gottes. Weil ich auch nicht mehr machen kann. Glücksrad habe ich schon randaliert, oder? Ja, Glücksrad habe ich auch schon randaliert. Gildentechnisch, wir sind momentan Platz 102. Wir schwanken immer so in den Top 100 und mal wieder ein bisschen unten drunter, je nachdem. Wir haben mittlerweile 14 Raids hier abgeschlossen. Der Gildenportal kann nicht mehr machen, dauert alles noch ein bisschen. Wir haben das Gildenpad freigeschaltet, weil hier mein süßer Knuffi Level 100 geworden ist. Naja, wir können momentan noch maximal bis Stufe 99 machen, ne, weil Durchschnitt und so weiter und so fort. Wir haben momentan auch zwei Plätze frei. Also wenn ihr auf Welt International 30 spielt und ihr mindestens Level 70 seid, kann auch ein paar Level unten drunter sein, bewirbt euch gerne bei Zwickau. Wir suchen da immer aktive Leute und sind auch eigentlich fast alle aktiv. Gut, bis auf Tino, da lockt sich halt nur jemand der Woche ein und der gute Dude ist entschuldigt. Ne? Aber ja, wir datteln da so dahin. Ne?
Ihr müsst nicht pilzen, alles easy, alles cool, alles schnieke. So, ansonsten würde ich sagen, ab in die Dungeons. Ab in die Dungeons. Ansonsten hier, wir sind jetzt mittlerweile bei Akt 1, Etage 4 von 10. Geht auch langsam, aber sicher voran. Zieht sich halt immer ein bisschen, ist klar. So in 3 Tage brauche ich, dann ist so eine Etage durch. Ich habe hier einen Schlüssel gefunden für diesen letzten Dungeon hier hinten. Den werden wir nicht großartig bashen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da werden wir jetzt nicht so eine Glücksspirale haben. Deswegen. So, wir versuchen hier einfach mal weiterzumachen. Dieser weiße Hintergrund, das ist irgendwie Zeit in ein Update, so. Also, da kann man nichts machen. Das ist irgendwie, das habe ich, nicht nur ich, das haben irgendwie alle. Das werden sie wohl irgendwann mal fixen. Sieht zwar scheiße aus, aber naja, gut, das willst du machen. So, da sind wir schon mal 96, wunderbar. Obwohl ich ja, oh ja, das ging ja easy. Hä? Achso, das ist immer wieder das gleiche. Oh, lol. Also nicht das gleiche, aber der Dude, okay. Aber es müsste eigentlich zu schaffen sein. Wir haben eine halbe Million. Jawohl. Level 108. Oh, ey, das war mir so klar. Das war mir einfach so klar, dass dann wieder eine geilere Waffe kommt, Alter. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Wisst ihr, wie viel Dings ich dafür wieder ausgegeben habe? Ah, wunderbar, Level 200, Achievement erhalten, das erfreut mir. Was muss ich jetzt hier klicken, F12, ne? Um das hier mal zu haben. So, Level 200 erreicht, let it go. Gucken, ob wir hier noch weiterkommen oder ob es am Hundi stirbt. Ah, am Hundi scheint es hier zu hängen. 1,8 Millionen ist das höchste der Gefühle. Ja, oder sogar noch weniger, fehlt Batman. Aber suchen wir mal, wie wir hier an den Märchenturm vorankommen. Oh ja, das sieht gut aus für einen Krieger / Berserker. Wir machen erstmal im Allgemeinen weiter. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das sieht gut aus. Na gut, speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Jetzt läuft der Hase hier, ne? Jetzt läuft der Hase. Aber über solchen Türme und Co. kriegt man natürlich auch Ausrüstung für unsere Helden. Ich selber bekomme da nicht gerade viel davon. Ne, außer Kohle. Von der Kohle nicht zu wenig. Ne, also nicht falsch verstehen. Aber mir selber als XP bringt der ganze Spaß leider nicht. Wann switcht denn der ja dann die ganze Zeit raus? Also können wir wenigstens mal unsere Helden jetzt hier nach oben pressen. Das ist auch schon mal gut. 1 Million. Wollte gerade sagen. Ich meine, geht der Turm wenigstens mal. Oh, Rucksack ist voll. Gut, wenn Rucksack voll ist, ist das gut, weil dann können wir hier für einen Kundschafter. Aber die reißt leider alles raus. Ja, also die reißt gar nichts aus. Wie man so schön sagen soll. Der ist für einen Krieger. 77 Geschick, 77 Intelligenz minus, das ist relativ. Stärke, Ausdauer geht dadurch runter. Was haben wir hier sonst noch? Benötige Klasse Kundschafter. Schlechter. Rüstung runter, Stärke hoch, Dings hoch. Okay, also sind das auch schon mal bessere Schuhe. Kundschafter. Geht Rüstung runter, geht aber der Rest auch alles hoch. Stärke geht hoch, Geschick geht hoch, Intelligenz geht runter. Ja, das sieht auch mal gut aus, ja? Rein mit dir. Und hier geht Rüstung und Glück hoch. Na gut, brauchen wir nicht. Kurz gucken, was hier noch so ist. Da geht Intelligenz runter. Das ist nichts für uns. Das ist extra für einen Krieger. Ah, okay. Ja gut, wenn das extra für einen Krieger ist, dann bitteschön. Da will ich ja nicht im Weg stehen. Hier geht Geschick runter. Oh ja, das ist sehr gut. Auch wenn er nicht gesockelt ist, ist relativ. Intelligenz und Rüstung geht hier dabei runter. Achso, weil der gar kein Geschick hat. Ja gut, dann müssen wir das mal dann enthebeln. Das bringt uns gar nichts und das ist auch noch für einen Krieger. Okay, gut, dann können wir das ja schon mal aufräumen. Also das weg. Ne, das weg. Gucken, das bringt uns eh nicht. Das machen wir durch einen Schmied kaputt. Das machen wir auch durch einen Schmied kaputt. Das geht weg, das geht weg. Das machen wir durch den Schmied kaputt. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg.
Das kann weg. Hier haben wir, warte mal, das muss ich durch den Schmied aushöhlen lassen. Und das lassen wir auch darüber. Okay, warum mache ich das so? Also ich mache das hier kaputt. Bezahle dafür 10 Pilze. Aber dafür habe ich dann hier halt einfach einen neuen Slot. Und kann das zum Beispiel jetzt hier einfach reintun. Und gut, das ist bestimmt nicht der geilste Strategie, ich weiß. Aber, also jetzt nicht der geilste Slot. Aber bevor ich jetzt das andere Riesending da sockel, lassen wir das lieber erstmal. So, jetzt muss ich erstmal kurz die hier wieder hochpushen. Da bleibt uns auch gar nicht so viel Geld übrig. Ja, weil ihr seht, das kostet richtig schweineviel Geld, um die hier hochzukriegen. So, das Einzige, was ich jetzt wiederum mache, weil bleibt mir jetzt gar nichts übrig. Macht das Ding wieder hier kaputt. Fügt den Scheiß hier ein. Attribut verbessern. Attribut verbessern. Verbessern. Ich glaube, ja, weiter komme ich aber leider Gottes gar nicht. Jedenfalls nicht zum aktuellen Zeitpunkt. 571.000 jetzt in dem Moment. Okay. Aber warum zählt er das nicht als mal 2? Das verwundert mich jetzt gerade. Ist das nicht immer mit mal 2? Jetzt habe ich noch 571.000. War das nicht vorher mehr? Irgendwas um die 600.000? Ach, ich bin nur doof, Alter. Jetzt hab ich Scheiße gebaut. Na gut, Scheiße gebaut ist jetzt vielleicht falsch. Scheiße wird es jetzt nicht nennen. 628.000, 635.000 ist ein bisschen mehr. Jetzt braucht der das hier. Ah ja, wunderbar. Gut, jetzt hab ich die falsche Waffe kaputt gemacht. Ich blepp. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch hier schon besser aus. Na wunderbar. Gut, dann können wir weitermachen. Wieder neue Schuhe für den Krieger. Ja. Ja, mal weiter durchrushen hier. So, gucken wir mal. Ja, kommen auch noch weiter. So viel ist es. Ich weiß, ihr seht jetzt von den Kämpfen nicht viel, aber ich will es halt extra skippen, weil, ne, was soll ich uns die Scheiße hier angucken? Da geht der Lebensbalken runter. Ne, ganz klar, mehr passiert aber nicht. Ja, Märchenturm sieht aber ganz gut aus. Also jetzt schon mal hier. Wir kommen da schon mal ganz, ganz gut hoch. Aber. Oh, sehr gut. Das. Immer ist es ein One-Hit, immer nett. Okay. Der müsste eigentlich auch liegen. Eigentlich auch nicht. Okay. Gut, ist aber egal, weil dann kann ich ja hier schon mal wieder für einen Krieger den ganzen Spaß angucken. Ist aber eher kontraproduktiv. Auch kontraproduktiv. Kundschafter. Kontraproduktiv. Oh, der ist gut. Das sind Welten besser. Kundschafter, zeig mal her. Ja. Ja, hier ist halt ein Sockel mit dabei, halt hier nicht. Krieger. Zieht Geschick ab. Okay. Gut, dann mal kurz gucken. Der bringt. Ja, eigentlich alles zu schade, um wegzuschmeißen. Um ehrlich. Das bringt ja wirklich einen Haben. Jetzt muss ich wirklich danach gehen, wer hier am wenigsten. Dings raus halt. So, noch ein bisschen Platz hier lassen für irgendwas. Okay, gut. Ach, ich sehe gerade, ich habe Hogwarts freigeschaltet. Ja, Harry Potter nachmache. Sehr lustig. Oh. Gut, das sieht eher. Es wird noch ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, das wird nichts. Gucken wir mal, wie das hier vorne aussieht. Na gut. Das ist schon mal, brauchen wir nicht. Danke dafür. 2,6 Millionen, 2,2, 108. Ne, der liegt auch. Brauche halt ein paar Anläufe. Ja, auch nicht verkehrt, aber nicht optimal. Ach, ja, hier erinnere ich mich. Das ist ein Ding. Ja, da werden wir uns richtig lange dran fressen. Also hier kommen wir jetzt erstmal eine Weile nicht mehr weiter. Das steht fest.
Das steht fest wie das Arm in der Kirche. Gucken wir uns mal bei den Hundi hier weiterkommen. Aber ne, beim Hundi geht es aktuell leider ebenfalls noch nicht weiter. Kriegen wir aber nächste Woche definitiv geklatscht. Da steht schon mal kein Zweifel dran. So, dafür kriegen wir das hier ohne Probleme hin. Ja, mal echt leider. Also jetzt ist eigentlich schon wieder der Rucksack voll. Kriecher. Ja. Das sieht gut aus. Wunderbar. Jetzt ist der Rucksack voll. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier weghaue. 500, 700, 600, 500, 700, 1500. Das ist halt alles mal gar nicht so pralle, ne? Wo er immer nur zwei Dinger hier frei hat. Weil das würde ich alles. Ich kann heute leider nichts mehr durch einen. Kann ich heute noch was durch einen Schmied jagen? Ah ja, ich kann sogar noch zwei Sachen durch einen Schmied jagen, das ist der Edel. Achso, ne, das war eine Waffe, ne? Ja, das war eine Waffe. Gut, jetzt kann ich sie zwar durch den Schmied jagen. Okay, gut, machen wir noch kurz die Unterwelt hier fertig. Ja, komm. Freunde, das kriegt er. Ich wollte gerade sagen. Das kriegt er hin, das sollte hier jetzt ja auch nicht das Problem sein. Oder anscheinend doch. Ne. Wunderschön. Hier kriegen wir noch, hier kriegen wir Erfahrungspunkte, Alter, das klatscht. Das klatscht ohne Ende, aber wir kommen ja echt nicht weiter, weil unser Rucksack echt zu voll ist. Krieger, nein, Kundschafter, ne. Bringt aber auch noch 500, deswegen kann das weg. Krieger, nee. Wir brauchen ein bisschen Platz, so leid es mir tut, wir brauchen ein bisschen Platz, a little bit. Sehr gut. Immer drei Stations schaffen wir so ungefähr. Aber hier ist jetzt auch schon Feierabend. Oh ne. Haben wir uns noch mal kurzerhand dagegen entschieden. Sehr nett. Oh ne, jetzt haben wir wieder Platzmangel, Alter. Ich war ja blöde. Ist nicht für mich. Ist für einen Griecher was. Wunderbar. Kann das wieder weg. Ist nix für mich. Auch ne, das kann jetzt gleich per se weg, wenn ich die Scheiße hier sehe. So, klatschen wir hier noch weiter. Hierfür ist jetzt hier Feierabend, ne? Ich versuche mich schon immer so kurz zu wie möglich zu halten, aber ihr seht, Freunde, also ich krieg so ein Video nicht auf 10 Minuten. Also kann ich machen, was ich will. Dafür schaffen wir immer viel zu viel hier. Ja, der Wirbelsturm hier, ne. Alles klar, ne. Wisst ihr, bei dem Wirbelsturm, da könnten wir jetzt noch Jahrzehnte hier dran sein. Da wären wir bei einer halben Stunde, das müssen wir uns auch nicht antun. Also, Fakt ist eins, wir haben Level 205 erreicht. Das ist ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Wir haben einen vollen Rucksack, den ich irgendwie loswerden muss, beziehungsweise mal vergrößern muss. Was uns hier nichts weitergeht, das alles andere ausrüsten, das mache ich später, würde ich sagen. Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Denkt, wie gesagt, ans Giveaway. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schickt das Video gerne einfach an eure Kumpels, um mitzumachen, eure Gewinnchancen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr nicht versucht, ihr irgendwie zu betrügen. Ne, ist ja ganz klar. In dem Falle, ich danke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Kuss auf die Nuss und bis dann, haut rein, ne? Tschüss.